Silvio Berlusconi hat das heutige Italien geprägt wie kaum ein anderer Politiker und auch gespalten. Uneinigkeit gibt es in der italienischen Politik jetzt auch darüber, ob er sein heutiges Staatsbegräbnis verdient hat. Der Sarg des verstorbenen Unternehmers und Ex-Regierungschefs wurde am Nachmittag in den Mailänder Dom gebracht. Bei der Ankunft applaudierten zehntausende Menschen in und auch vor der Kirche. Und nachgefragt bei Jörg Seiselberg in Rom. Er hat Berlusconis Begräbnis verfolgt. Wie hat denn dieser Tag auf Sie gewirkt, dieser Abschied? Es war ein würdevoller Abschied und bewegend für seine Familie und seine Anhängerinnen und Anhänger. Seine fünf Kinder saßen in der Kathedrale in der ersten Reihe und ihre Emotionen waren sichtbar. 2300 Menschen insgesamt in der Kathedrale, darunter Staatsgäste, angeführt von Italiens Staatschef Mattarella und Regierungschefin Meloni. Vor der Kathedrale mehrere 10.000 Menschen, Anhängerinnen und Anhänger vor allen Dingen von Silvio Berlusconi, die unter anderem ein Transparent hochgehalten haben, auf dem zu lesen war: L'Italia è il paese che amo, Italien ist das Land, das ich liebe. Einer der berühmtesten Sätze Berlusconis aus seiner politischen Anfangszeit. Es wurde ja nun nicht nur ein Staatsbegräbnis, sondern auch eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Das kennen wir ja sonst eher von verstorbenen Staatspräsidenten. Und nun für eine derart umstrittene Persönlichkeit. Wie angemessen ist das aus Ihrer Sicht? Für die Regierung Meloni ist es angemessen. Sie hat diese Staatstrauer angeordnet. Es ist eine Entscheidung, die es so noch nie in Italien gegeben hat. Noch nie hat ein Politiker, der nicht Staatspräsident gewesen ist, eine Staatstrauer aus Anlass seines Todes verordnet bekommen. Dazu gibt es auch kritische Stimmen mittlerweile in Italien. Beispielsweise die ehemalige Ministerin Rosi Bindi, eine Sozialdemokratin, hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, das Ganze sei unangemessen. Und sie hat verwiesen unter anderem auf die vielen Strafverfahren, in die Berlusconi verwickelt war. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Gästeliste. Dort hatten sich ja unter anderem Ungarns Ministerpräsident Orban oder auch der Emir von Katar und auch der irakische Präsident angekündigt, während sich die meisten EU-Länder ja von ihren Botschaftern haben vertreten lassen. Was sagt das denn vielleicht über das internationale Ansehen Berlusconis aus? Das sagt uns, dass die Staats- und Regierungschefs in Europa und in der Welt sich nicht gedrängelt haben, nach Mailand zu kommen zur Trauerfeier. Protokollarisch ist es völlig in Ordnung, Botschafter zu schicken, aber es ist halt nicht das oberste Regal. Und es ist einfach so, dass zu Lebzeiten Berlusconi in vielen Ländern umstritten war, wegen seiner Politik, wegen seiner Justizverfahren, aber auch wegen der Art seines Auftretens. Von dieser Kritik allerdings war im Umfeld der Trauerfeier nichts bis wenig zu hören. Da feierten seine Anhängerinnen und Anhänger noch einmal Silvio Berlusconi, unter anderem mit Silvio-Silvio-Sprechchören. Ja, und wir haben das ja schon vorhin auf den Bildern gesehen, auf dem Domplatz vor der Kathedrale in Mailand. Da hatten sich zehntausende Menschen versammelt. Wie geht denn die italienische Bevölkerung mit dem Tod Berlusconis um? Also Italiens zweitgrößte Tageszeitung schreibt heute, es ist eine Trauer, die spaltet. Und auch mein Eindruck ist, dass sich ein bisschen was geändert hat in der Stimmung des Landes. Seit Montag am Todestag gab es auch von den Kritikern Berlusconis vor allen Dingen Beileid und Anteilnahme. Mittlerweile sind die Stimmen lauter geworden. Die sagen, die Dimension der Trauerfeier, die Dimension der Staatstrauer, das sei nicht angemessen. Das ist nichts, was hier gerechtfertigt ist für diesen Politiker. Die Anhänger von Berlusconi sehen das anders. Sie waren heute mit Zehntausenden insgesamt vor dem Dom und haben ihn noch einmal gefeiert, haben ihm zugejubelt. Trotzdem ging von Berlusconi ja offenbar eine große Faszination aus. Es gab allerdings auch Nachrufe, die sprachen davon, alles an Berlusconi sei falsch gewesen. Seine Haare ganz genauso wie seine Versprechen. Was meinen Sie, welches Vermächtnis bleibt denn jetzt von ihm? Es bleibt das Vermächtnis eines Mannes, der Italien über Jahrzehnte geprägt und auch verändert hat. In der Wirtschaft als Mann, der das Privatfernsehen eingeführt hat in Italien und als Politiker, der das Parteiensystem grundlegend verändert hat, polarisiert hat, aufgespalten hat in einen Links- und einen Rechtsblock, eine Polarisierung, die wir bis heute im Land haben. Und er ist derjenige, der die extreme Rechte mit ihren neofaschistischen Wurzeln hier in Italien politisch hoffähig gemacht hat, sie bereits in den 1990er Jahren in die Regierung geholt hat und damit auch den Weg bereitet hat für die jetzige Rechtsregierung Giorgia Melonis.
Das waren Eindrücke aus Mailand von Jörg Seiselberg. Vielen Dank.